kleinen Krisen, all die Folgen schon bewiesen, etwas läuft auf Erden schief. Wie oft warnten die Experten, die Natur ungrund bewerten, seht die Geister, die man rief. Was zeigt Energiesparen heute? Tempolimits schnell beiseite. Freiheit sei der Grund dafür. Immer noch wird schnell gefahren. Wo bleibt Strom und Sprit denn sparen? Verantwortlich ist jeder hier. So viel abgeholzte Wälder, unnötige Sojafelder, Schweine, Rinder, Ferntransport. Wie viel Nahrung weggeschmissen, wie viel Rohstoff wird verschlissen, Handykauf wird oft zum Sport. Kampfgewalt in Videospielen, Lustvernichtung zu erzielen, wann zeigt Politik den Mut, zur Vernunft sich aufzuraffen, zu verteufeln all die Waffen, dies tät unserer Nachhut gut. Unterstützt durch Hass und Lüge, weil man Vorteil sich verspricht. Vorteil für die eigenen Reihen sollen dem Morden Sinn verleihen, an die Opfer denkt man nicht. Die Befragung unserer Alten, ob sie sich an Warnung halten, deutet nicht auf Einsicht hin. Sie wollen Lebensstil nicht ändern, lieber so durchs Leben schlendern, haben nicht Verzicht im Sinn. Glauben wir denn, so geht's weiter, aufwärts auf der Wachstumsleiter, immer höher hoch hinaus. Wann kommt das Ressourcenende, wann die zwangsläufige Wende, Leben ohne Saus und Braus? Wird die Kluft denn einmal weichen zwischen Armen und den Reichen, tät Bescheidenheit nicht Not. Heute trennen nicht nur Meilen, es gäb vieles zu verteilen, besser als wenn Wanderung droht. Besser als wenn Wanderung droht.